Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste aus Japan, liebe japanische Mitbürger, liebe Anwesende, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, da ist jeder im Begriff. Für mich selbst ist das eine ganz große Ehre, dass ich an diesem Japan-Tag, ein Tag des Austausches und der Freundschaft zwischen Japan und der Schweiz, dass ich da mit dabei sein kann. Eigentlich gehört eine Gratulation an diese Stelle. 150 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der Schweiz und Japan, das ist eine lange Zeit, das ist eine Geschichte für sich. Für mich ist es eine ganz besondere Ehre. Mit dem Versuch dieses kleinen Vortrages möchte ich Ihnen einen Einblick versuchen zu vermitteln in eine besonders herausragende Gemeinsamkeit, die unsere beiden Länder, Japan und die Schweiz, verbindet. Jawohl. Einen Moment, erst unten die Microsoft PowerPoint aufrufen. Oh, das hier. Ja, und dann die 5. Sehr schön. Und wir lassen es mal jetzt noch hier. Danke. Eine Ehre ist es für mich besonders deshalb, weil ich als Deutscher, ich komme aus dem Schwarzwald, über dem Wasser, über dem See drüben, eigentlich zu keinem der beiden genannten Länder gehöre und trotzdem in beiden Ländern eine ganz besondere Beziehung pflege. Darf ich das so sagen? Eine besondere Beziehung zur Schweiz, einmal wegen ihrer geografischen Nähe und landschaftlichen Besonderheit. Von Kind auf war für mich die Schweiz der Inbegriff des landschaftlichen Himmels auf Erden. Und eine Besonderheit zur Schweiz deshalb, weil ich mich beruflich und dienstlich monatlich mehrmals in der Schweiz aufhalte, in einer lebensbegleitenden Aufgabe für Japaner. In der Vorstellung ist es angeklungen. Ich bin zu einem Teil meiner Tätigkeit als Pastor tätig, zu einem anderen Teil meiner Tätigkeit als Consultant für Firmen, die mit asiatischen Firmen in Kontakt treten oder treten wollen. Ich habe eine besondere Beziehung zu Japan, weil es im eigentlichen Sinn so gut wie meine irdische Heimat ist. Geboren und aufgewachsen bin ich in der Ibaraki-Präfektur nördlich von Tokio. Später war ich beruflich wieder in Japan, wo wiederum auch unsere drei Kinder geboren wurden. 30 Jahre meines bisherigen Lebens habe ich in Japan verbracht und die Frage, wo ist deine Heimat, ist für mich schwer zu beantworten. Mal Japan, mal hier Mitteleuropa. Besonders diese Bikulturalität, die war es, die mein Beziehungsverhalten zu Mitmenschen entscheidend prägte, nämlich grundsätzlich das Gesicht des Gegenübers zu wahren, der Versuch, ihm nicht zu nahe zu treten. Das ist eine Haltung, die in Japan geprägt wurde und die mit durchs Leben geht. Ebenso das Interesse auf dem theoretischen Gebiet des Interkulturellen, die durch die Zeit in Japan geweckt wurde und ihm heute sowohl als Theologe als auch als interkulturellen Berater beeinflusst und auch befähigt. Heute Abend geht es einmal mehr um einen kulturellen Vergleich zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Kulturbereichen. Die nächste Folie anschauen. Japan und die Schweiz, eine gemeinsame Liebe zur Präzision. Ich habe dieses Thema unter anderem vorgeschlagen und darauf den Zuschlag bekommen. Und ich denke, es ist unbedingt für gerade diese beiden Länder das oder ein sehr passendes Thema. Kulturen zu vergleichen ist so alt wie die Menschheit überhaupt. Seit dem ausgehenden Mittelalter waren es besonders die sogenannten großen Entdecker, die hierfür eine Sensibilität für den Kulturvergleich
eine Sensibilität entwickelten und vermittelten. Ich nenne stellvertretend Marco Polo im 13. Jahrhundert, Entdeckung Zentralasiens, Chinas und Indiens. Ich nenne Vasco da Gama oder Christoph Kolumbus im 15. Jahrhundert mit der Entdeckung des Seeweges südlich um Afrika herum nach Indien und mit der Entdeckung Amerikas. Und ich nenne Franziskus Xavier im 16. Jahrhundert mit Indien, Südostasien und mit Japan. Ja. Dass hier von den Entdeckern, hier sehen wir Kolumbus, dass hier von den Entdeckern neue Territorien entdeckt wurden, das war das Geringste an der Sache. Jedoch die damit entdeckten neuen Kulturen, die ergaben erst den spannenden Teil dieser Aktion. Und dabei war es ja eigentlich gar keine neue Kultur, die entdeckt wurde. Teilweise waren die Kulturen, die entdeckt wurden, älter als die Entdecker, Heimatkulturen selbst. Das zeigt uns, wie sehr es bei jedem Kulturvergleich immer auf den Standpunkt des Vergleichenden ankommt. Der Entdecker einer neuen oder einer anderen Kultur tut dies immer in Relation zur eigenen Kultur. Das Fremde und die Fremde wird immer in Relation zur Heimat gesetzt. Das ist uns Menschen eigen. Interessant ist unter diesem Aspekt besonders unsere Neuzeit, und zwar die Neuzeit seit dem Beginn des allgemeinen Luftverkehrs oder des Flugreiseverkehrs. Fremde Länder, neue Länder kommen uns ohne große Mühe sehr nahe. Ich erinnere mich an die Zeit meiner frühen Kindheit, in der die Reise von und nach Japan nicht anders zu bewältigen war als mit dem Schiff. In Yokohama auf das Schiff, das erste Mal, dass ich bewusst nach Tokio, von Tokio nach Deutschland kam, da war ich 8 Jahre alt, in der 2. Grundschulklasse, und es dauerte 6 Wochen. Es musste so lange dauern. Das war die Zeit, in der der Suezkanal geschlossen war, in der man mit dem Schiff südlich um Afrika herumreisen musste, und das dauerte eben seine 6 Wochen. Der Faktor Zeit war damals ein geringer Faktor. Deshalb konnte man ihn gegenüber den teureren Flugreisen ruhig einsetzen. Heute ist es andersherum. Die sogenannte Globalisierung schreitet mit durch die Flugreisen rasant voran. Und in diesem Prozess der Angleichung der Welt ist es eine umso spannendere Aufgabe, bestehende Kulturunterschiede einmal zu identifizieren und dann in Relation zueinander zu setzen. Und ich meine, es ist ein nochmals spannenderes Thema, ursprünglich schon bestehende Gemeinsamkeiten in unterschiedlichen Kulturen zu untersuchen und zu hinterfragen. Und so wollen wir es heute Abend tun mit diesem Thema der gemeinsamen Liebe Japans und der Schweiz zum Werteprinzip der Präzision. Erster Punkt. Erstens Präzision in ihrem jeweiligen Erscheinungsbild. Ich erinnere mich, eine meiner älteren Schwestern hatte als Kind schon früh Klavierunterricht bekommen. Wir wohnten in Japan. In Japan auf dem Land, umgeben von Reisfeldern, umgeben von einsamen Bauerngehöften, aber es gab in der nahegelegenen Ortschaft eine Klavierlehrerin, eine japanische, eine gute. Dass sie gut war, zeigte sich an ihrer Unerbittlichkeit. Ein einfaches Klavierstück, besonders erinnere ich mich an das bekannte Stück für Elise, musste für meine kindlichen Begriffe bis zum Überdruss geübt werden. Wieder und wieder und wieder und wieder. Ich konnte es schon nicht mehr hören. Wenn das Klavierspielen bedeutet, dann werde ich auf jeden Fall niemals Klavierspielen lernen, schwor ich mir. Die Lehrerin entdeckte auch beim 100. Mal immer noch kleinste Fehler,
falsche Kastenanschläge, verkehrte Betonungen, sodass das Stück für mich in einer unendlichen Wiederholungsschleife hängen geblieben zu sein schien. Perfektion. Das wurde vom Klavierschüler geformt. Und um das zu verlangen, brauchte es eben 100%ige Präzision, nicht etwa nur 90%. Und die Strenge, mit der dieses Streben nach Präzision und Perfektion vorangetrieben wurde, war beeindruckend. Ein Lob etwa von der Lehrerin zu erwarten, das war an sich schon fast ein frevelhafter Gedanke. Haben wir uns einmal Gedanken gemacht, warum es tatsächlich in aller Welt eine so auffällige Zahl von herausragenden, und ich möchte positiv bemerken, präzisionsgetriebenen japanischen Musikern gibt? Sei es in Zürich, Basel, Straßburg, Orte, an denen ich persönlich einige kenne, Salzburg, Wien, London, Paris, Berlin, New York. Nicht weil es so viele strenge Musiklehrerinnen gibt. Immer wird auch die den Japanern eigene Selbstdisziplin gelobt, mit der sie es zu größter Präzision und damit Perfektion gebracht haben. Persönlich stehe ich in einer ausgedehnten Betreuungsarbeit mit Japanern in Europa, auch etliche japanische Studenten und ein Großteil davon Musikstudenten. Tatsächlich steckt hier in der japanischen Kultur und Mentalität verankert ein Prinzip von Präzision. Schauen wir in einen anderen Bereich Japans. Stellvertretend für tausende von Präzisionsbereichen. Jeder von uns kennt japanische Uhren mit ihren Präzisionsuhrwerken. Als kleines Kind in den frühen 60er Jahren war es einmal für mich aufregend, als mein Vater eines Tages aus Tokio zurück nach Hause kam und sich dort eine Armbanduhr der Marke Seiko gekauft hat. Es ist bestimmt nicht die Zeit für Werbung heute Abend, und trotzdem müssen einige stellvertretend, einige Markennamen fallen. Ich bitte dies zu akzeptieren, einfach als repräsentative Namen für dieses Thema der Präzision. Mein Vater erklärte mir 4- oder 5-Jährigen damals die Besonderheit dieser Uhr, die sich durch Bewegung automatisch aufzieht und die Weltspitze sei in ihrer Präzision und Qualität. Das leuchtete mir, kleinen Jungen, ein und prägte mir damals schon zu Recht einen großen Respekt bezüglich japanischer Herstellungskunst, ganz im Allgemeinen. Später als Berufstätiger in Japan zurück, staunte ich einmal ganz konkret nicht schlecht. Ich war beim Besuch in einem Elektrogeschäft in Akihabara, dem Elektrostadtviertel von Tokio. Damals ein hochwertiger DVD-Player der japanischen Marke Sony war ausgestellt. Er weckte mein Interesse. Das Besondere war, es standen zwei völlig identische Geräte, gleicher Marke, gleicher Typenbezeichnung im Regal, nebeneinander. Der einzige Unterschied war der Preis. Das eine kostete etwa das Doppelte vom anderen. Gleiche Sony, gleiches Produkt, gleiche Markenbezeichnung. Das weckte mein Interesse. Ich fragte einen Verkäufer nach dem Grund und bekam es erklärt. Das Geheimnis war auf dem kleinen silbernen Typenschild auf der Rückseite des Gerätes zu erkennen. Auf dem preislich billigeren stand Assembled in Malaysia. Auf dem hochpreisigen stand Made in Japan. Das war's. Und das sprach absolut für sich. Das leuchtete mir ein. So steht diese Bezeichnung Made in Japan schon seit geraumer Zeit für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Im Unterschied, in diesem konkreten Fall,
zu ähnlichen oder gleichen Geräten anderer Herkunft. Diese Präzision betrifft aber nicht allein die neue Zeit Japans. Je intensiver ich mich im Laufe meines interkulturellen Studiums auch mit geschichtlichen Aspekten Japans beschäftigte, desto mehr fiel mir diese Präzision zum Beispiel in der japanischen Kunst auf, in der japanischen Handwerkskunst, in der Lehrunterweisung, sowohl in ihrem Inhalt als auch in ihrer Ausführung, in der Moral, in der gesellschaftlichen Hierarchie, eigentlich in allen erdenkbaren Kulturelementen. Präzision in der Herstellung von Töpferware, in der Herstellung von Kampfschwertern, der Herstellung von Hausbau im Umgang mit der Verarbeitung von Holz, im Ikebana, der Blumensteckkunst, der Kalligrafie, Lehrunterweisung, in der Achtung gesellschaftlicher Positionen. Das Wertesystem des Zenmonka, des Spezialisten, des Meisters in seinem Fach, das zieht sich durch die Geschichte, die Mentalität und auch die Gesellschaft Japans hindurch. Es werden von Japan noch viel zu berichten. Aber richten wir einen kurzen Blick in die Schweiz. Bei einigen Punkten, bei einigen Produkten drängt sich geradezu ein Vergleich auf. Wer denkt bei Schweizer Präzision nicht an Schweizer Uhren? Ihren verheißungsvollsten klingenden Markennamen haben tatsächlich ihren Ursprung hier in der Schweiz. Seit 1848 werden Omega-Uhren produziert, die in unübertroffener Präzision den Zeittakt wiedergeben und vorgeben. Keine Olympiade, keine Weltraumfahrt ohne diese Chronometer. Gefolgt 1920 von Rolex, einem weiteren Wertbegriff auf der Seite der Präzisionsuhr. Ist es da übrigens irgendwie verwunderlich, dass die Liebe zur Präzision auf dem Gebiet der Uhrenherstellung eine sehr frühe Brücke zwischen Japan und der Schweiz bildete? Zusammenarbeit prägte tatsächlich schon sehr früh die japanischen Uhrenhersteller Seiko oder Citizen mit Schweizer Uhrenherstellern. Einige frühe japanische Produkte dieser Marken kamen mit Schweizer Uhrwerk auf den Markt. Die erste Quarzuhr jedoch kam 1969 von der japanischen Seite Seiko. Bleiben wir noch in der Schweiz. Messgeräte aller Art, seien es Geräte für Zeitmessungen, medizinische Messungen, industrielle Messungen. Wenn hier die Schweizer Präzision nicht die absolute Vorreiterrolle inne hätte, wäre die Welt in vielen Bereichen ohne genaues Maß. Oder welch eine Fülle von Schweizer Tuningfirmen. Für Autos, das Auto bildet einen großen Teil, großen Bestandteil der Weltwirtschaft heute. Sportfahrzeuge aller Art prägen unseren Weltmarkt. Hier ist Akribie und Präzision gefragt und in Schweizer Hand ist sie zu finden. Das Prinzip der Präzision zeigt sich genauso in Prozessen und Abläufen, in Organisationsstrukturen. Zum Beispiel das Bankwesen der Schweiz ist vorbildlich und begehrt für weltweit alle Finanzpotenzen. Zusammenfassend für die Schweizer Präzision steht sprichwörtlich der Ausdruck exakt oder genau wie ein Schweizer Uhrwerk. Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Qualität, Präzision, Perfektion. Das alles lässt sich hier hineingehen. Ich möchte einen zweiten Punkt erwähnen. Zweitens, Gemeinsamkeiten bei dem Hintergrund dieser Liebe zur Präzision. Das ist ein interessanter Bereich. Bisher haben wir dargestellt, wie diese Präzision zutage treten kann.
Wenn man diese Präzision in beiden Ländern etwas näher anschaut, stellt sich sofort die Frage, warum eigentlich? Wo sind die Gründe für die Veranlagung zur Präzisionsliebe zu finden? Und hier entdeckt man besonders als Kulturanthropologe ein hochinteressantes Feld, das noch lange nicht zu Ende erforscht ist. Und das ich auch nur einen ganz kleinen Einblick jetzt geben möchte. Zum einen, beide, Japan und die Schweiz, lieben das Kleine. Zunächst klingt das eher als unscheinbarer Aspekt. Jedoch fällt in beiden Ländern unübersehbar auf, wie sehr Platz und Raum ein kostbares Gut ist. Jeder verfügbare Raum, der unter menschlicher Kontrolle steht, wird genutzt und nutzbar gemacht. Äußerlich zeigt sich das zuweilen in einer gewissen Enge. Die Enge des menschlichen Zusammenlebens, Zusammenwohnens, Zusammenarbeitens, Agierens, sei es in Japan, besonders natürlich in den Ballungszentren. Und das verbindet Japan und die Schweiz wiederum. Bewohnbarer Raum ist nicht übermäßig vorhanden. Eine Statistik, die man finden kann, sagt, dass etwa 25% des Schweizer Staatsgebietes nur ernsthaft bewohnbare Fläche ist. Das andere sind die großen Berge und Regionen, die nicht ohne weiteres bewohnbar sind. Ganz ähnliche Verhältnisse finden wir in Japan. Weit über 75% der Landfläche ist fast unbewohnbares Bergland. Der Rest, darauf drängt sich Bevölkerungsdichte. Kleinster Raum wird sinnvoll genutzt. Das ist nicht Zürich, das ist Tokio. Enge Straßen, kleine Wohnungen, Raum, der in die dritte Dimension der Höhe genutzt wird, mit Hochstraßen, mit Hochhäusern, mit menschlich unterirdisch angelegten U-Bahnhöfen, mit hohen Grundstückspreisen. Das alles schafft einen Sinn für kleinste Details. Und das alles stammt wiederum auch von diesem Sinn für Details. Ähnlich in der Schweiz. Die ganze Schweizer Landschaft des gesamten Staatsgebietes erscheint manchen Touristen aus weiten Gegenden dieser Welt wie eine Miniaturperle von geballt zusammengefasster Schönheit. Auf engstem geografischen Raum ist die Schönheit von allen erdenklichen Landschaftsformen zu finden. Die Liebe zum Detail im Handhaben von Prozessen, im Handhaben von Produkten, im Umgang mit Menschen, diese Liebe zum Detail, das beinhaltet immer das Kleine. Das ist die Liebe zur Präzision schlechthin. Nicht umsonst sagen vor allem Amerikaner gerne über die Schweiz, small is beautiful. Mit dem Sinn für das Kleine geht einher der Sinn für Überschaubarkeit und Kontrollierbarkeit. Beides wieder essentielle Voraussetzungen für Präzision schlechthin. Kontrolle und Perfektion bis ins Kleinste. Ein zweiter Hintergrund, der gemeinsam ist. Beide Japan und die Schweiz befinden sich in einer Inselsituation. Anthropologisch gesehen ist dies ein nicht unwesentlicher Aspekt. Bekannt ist, dass Kulturgebiete, die durch eine Inselsituation bestimmt sind, einen prägenden Einfluss auf die Mentalität der Bewohner dieses Gebietes haben. Und zweifellos ist die Insellage für Japan sofort ersichtlich. Seine Küsten sind seine Landesgrenzen. Die äußerlich gegebene Abgrenzung erzeugt bewusst oder unbewusst eine innerlich vorgegebene Abgrenzung. Sichtbar wird dies in einer relativ selbstsicheren und auch zuweilen selbstüberzeugten Haltung
nach innen und in einer sich schützenden Haltung nach außen, wie es etwa ein Igel tut, wenn er sich zum Schutz vor Feinden einigelt. Ähnliches, sehr Ähnliches, finden wir in einem gewissen Ansatz in der Schweiz. Innerhalb Europas ist die Schweiz im Status der Unabhängigkeit, der Neutralität, der Nichtzugehörigkeit zur EU verharrt. Mit manchen wirtschaftlichen Nachteilen, mit manchen grundsätzlichen Vorteilen. Und ein drittes, das eng damit zusammenhängt, durch diese Inselsituation wird das Prinzip der Abgrenzung und damit der Unabhängigkeit, damit verbunden der Selbstständigkeit gefördert. All diese Begriffe sind unzertrennbar mit dem Prinzip der Präzision verbunden. Man weiß, seine Eigenständigkeit zu fördern, zu wahren, zu zeigen und zu schützen. Diese Unabhängigkeit zu schützen erfordert immer neue Präzision. Und so stehen sowohl der Begriff Made in Japan als auch Swiss Made in einer auffällig einsamen Spitzenposition in der Welt. Ein dritter großer Punkt. Was sind die Folgen dieser Liebe zur Präzision? Welche Folgen hat es? Im praktischen Lebensalltag zeigt sich diese Liebe zur Präzision in vielschichtiger Weise. Einiges soll stellvertretend genannt werden. Das Erste, was ich nennen möchte, ist die Pünktlichkeit. Anthropologisch gesehen gehört die Japan zunächst inmitten seines asiatischen Umfeldes in den Bereich der sogenannten ereignisorientierten Kultur. Im Gegensatz zu den zeitorientierten Kulturen des Westens. Eine ereignisorientierte Mentalität tendiert grundsätzlich zu einem großzügigen und weitherzigen Umgang mit Zeit, einem dehnbaren Begriff von Pünktlichkeit, einem nachsichtigen Verhalten gegenüber groben Verspätungen. Aber erwartet man dies für Japan, wird man schnell eines anderen belehrt. Japan ist geradezu ein Paradebeispiel für Pünktlichkeit. Mit großem Zeit- und Pünktlichkeitsbewusstsein rollt der Schienenverkehr der Weltmetropolen Tokio oder Osaka. Man kann geradezu seine eigene Uhr danach stellen. 12 Uhr Mittag ist nicht 5 vor 12 und nicht 5 nach 12. Wenn eine Stadtbahn, ein Zug in Japan mehr als 30 Sekunden Verspätung erarbeitet, muss der Zugführer einen Bericht darüber erstellen. Das gehört jetzt nicht dazu, da sollte sich die Deutsche Bahn mal was abschneiden. Eine ähnliche Genauigkeit in der Handhabung von Zeitanläufen finden wir wiederum auch in der Schweiz. Schweizer Pünktlichkeit wird in Europa zum sprichwörtlichen Faktor. Was für die einen zur peniblen Übergenauigkeit wird, ist andersherum gesehen jedoch eine absolute Verlässlichkeit. Und das ist, was unterm Strich zählt. Ein zweiter Faktor, ein zweiter Hintergrund, der Faktor Zeit. Eng verbunden mit der Einstellung zur Pünktlichkeit ist der Faktor Zeit in Bezug auf die Dauer einer Angelegenheit, der Herstellung eines Prozesses oder Produktes. Etwas präzise zu produzieren benötigt mehr Zeit als anderes. Mehr Zeit in der Entwicklung, in der Qualitätskontrolle, Qualitätserhaltung, zunächst auch in der Produktion. Und diese Tatsache erweckt bei manchen Menschen den Eindruck der Langwierigkeit. Es dauert zu lang, heißt dann schnell ein negatives Argument. Tatsächlich ist zunächst auch im japanischen Kulturkontext das Verständnis für den Begriff Zeit
weniger ein ablaufendes, lineares Element, als vielmehr ein unerschöpflicher, immer vorhandener Ozean der Zeit, so wie es bei ereignisorientierten Kulturen der Fall ist. Begründet im kosmisch-globalen Denken Asiens ist Zeit ein Element, das nicht unter der absoluten Verfügbarkeit des Menschen steht. Vielmehr ist der Mensch seinerseits dem ewigen Gefüge von Zeit unterstellt. Aber umso erstaunlicher, und das ist nun die Besonderheit Japans in diesem Zusammenhang, ist die Selbstdisziplin und Kontrolle der japanischen Mentalität, in der sich der Mensch diesem Faktor Zeit unterstellt und sich selbst mit seiner Arbeitsweise ihr gefügig machen möchte. Gerade in Japan staunt man besonders über die Kürze der Zeitdauer, in der höchste Präzision ausgebildet wird. Auch für die Schweiz bedeutet dieser Faktor der verlängerten Zeitdauer gut stehen, wenn beide haben. Doch wenn ein vielleicht lange sehntes, perfektes Produkt endlich in der Hand des Erwerbers liegt, wird eine eventuell längere Zeitdauer für seine Entstehung sofort entschuldigt und akzeptiert. Am Ende zählen stets nur Qualität und Nachhaltigkeit eines Produkts oder einer Angelegenheit, die dann von sich reden macht. Und eine dritte Folge dieser Liebe zur Präzision, das ist der Neid des Umfeldes. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Wieder haben wir einen gemeinsamen Punkt für Japan und die Schweiz. Sich mit der Aura der Perfektion und Präzision zu umgeben, ruft oft automatisch Neider und Negativkritiker auf den Plan. Aber dieses Problem ist ebenso alt wie die Menschheit. Beide Nationen, Japan und der Schweiz, sind eigen, dass sie einen gewissen Neidfaktor des Umfelds gewohnt sind und mit einem überlegen abgeklärten Lächeln oder einem breiten Rücken dieser tragen können. Ohne viel erklärende oder defensive Worte. Made in Japan und Swiss Made sprechen für sich. Das Reich. Sicherlich gäbe es weitere Faktoren, die als Folge der Liebe zur Präzision zu nennen wären. Zum Beispiel eine steigende Nachfrage für Qualität, trotz des damit verbundenen höheren Preises. Ein gewisser Stolz des Kunden nach Erwerb einer solchen Präzisionsarbeit, die einen heimlichen Identitätswunsch offenbart. Oder auch die mit der Präzision einhergehende hohe Verantwortung des Produzierenden. Fragen wir uns zum Schluss dieser Ausführung nach einem nennbaren Fazit. Der Erhalt dieser Liebe zur Präzision scheint mir hier zunächst erwähnenswert. Denn genau dies ist die verwundbare Seite in einer Zeit, in der nach dem Willen der Allgemeinheit alles schneller und billiger werden sollte. Mit diesem Erhalt des Prinzips der Präzision geht ein Kampf um den Erhalt einer gewissen Unabhängigkeit vor sich. Und damit der Erhalt eines Vorsprungs, einer Überlegenheit, die natürlich nicht zur Überheblichkeit werden darf. Denn bei allen Qualitätsmerkmalen eines präzisen Produkts bleibt doch die Qualitätsmerkmale der Menschlichkeit, der Liebe zum Detail auf dem Gebiet der Liebe und der Empfindungen und der Fürsorge für den Mitmenschen, das noch höher ziehen. Zu fördern wäre auf jeden Fall jede Form von Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit. Gerade die beiden Seiten mit ähnlichen Qualitätsmerkmalen, wie es zwischen Japan und der Schweiz zutage ist. Jede Seite hätte genug von der anderen zu lernen. Das erfordert eine gewisse Offenheit und Hochachtung gegenüber der Partnerseite. Genau hierfür
steht auch heute Abend zum Beispiel dieser Vortragsabend und dieser Begegnungsabend mit hervorragender japanischer oder Schweizer Musik, was du weißt. Kommunikation ist die Grundlage jeder Kooperation und jeder Freundschaft. Und für Kommunikation bedarf es weniger präzise Systeme als warmherzig denkende Menschen. Alle Bemühungen, die Qualität des Umgangs miteinander zu pflegen und zu verbessern, ist der beste Beweis für den gottgegebenen Sinn für Perfektion und Liebe zur Präzision. Ich danke sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen weiteren Verlauf dieses Abends sowie morgen einen gelungenen Japan-Tag. Herzlichen Dank.